Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 26.03.2020? Damit nähern wir uns immer mehr dem Monatsende und die Monatskerze ist nach wie vor noch sehr interessant. Die kommt nämlich ordentlich jetzt langsam nach oben zurück und entschleunigt hier unseren DAX doch relativ doll in diesem ganzen Theater, was wir hatten. Wir erinnern uns an das letzte Tief, was wir Weihnachten gesetzt hatten im DAX, als es so krass nach unten ging, bei 10.147, 10.174. Und ja, das dürfte dem einen oder anderen jetzt bekannt vorkommen. Mir ist es auch erst im Nachhinein aufgefallen. Ich hatte mehr Fokus auf die 10.200. 10.175 war das letzte Hoch, was wir im Dezember gesetzt hatten. Und damit war das hier eine echt harte Nuss, die er nicht geknackt bekommen hat. Ne? Weil hier oben war dann da erstmal kurz, der war ja nicht ganz dran, aber er war erstmal kurz dagegen gestoßen. So, wenn wir uns das jetzt mal so anschauen, hier SKS und so, das Ziel ist durch. SKS abgearbeitet, ab jetzt wieder ein bisschen technischer Spielraum da, natürlich auch für Pullbacks und so weiter und so fort. Denn die Distanz, die wir hier zwischen Nackenlinie und Kopf haben, die ist durch. Fertig. Das ist erledigt. Da brauchen wir uns jetzt keine Gedanken mehr machen. Interessant wird es in dem Sinne, wenn wir dann wieder nochmal zurücksetzen sollten, weil das ist jetzt Pullback-Niveau hier unten, ne? Die gerade 9,150, das ist eine schöne Unterstützung. Können der DAX von oben dann nochmal schön drauf aufsetzen und zurück. Aber auch nicht vergessen, dieses offene Gap hier, das wird uns bestimmt irgendwann nochmal auf die Füße fallen auch. So. Jetzt haben wir das hier so im Bild. Wirkte alles recht krass, wirkte recht übertrieben. Machen wir das gleiche wie gestern und ziehen uns einfach mal den Chart ein bisschen zur Seite und dann sehen wir ja, so richtig, ja, schlimm ist das gar nicht gewesen, was jetzt hier runterkam. Also auch im Verhältnis zu dem gesamten Anstieg, das, was hier so brutal als Abverkauf wirkte, hat letztendlich nicht so viel gekonnt hier. Auf jeden Fall in der Bewegung ein bisschen einen kleinen Trend gebrochen, hat sich aber auch gut gefangen. Und ich sag mal, aus der Ausgangslage heraus, für den DAX jetzt kein großer Akt, jetzt hier noch weiter hochzutanzen. Also, da ist noch vieles drinne. Fakt ist, wir haben die SKS fertig. Das heißt, uns fehlt da jetzt ein bisschen Schubkraft. Aber ich glaube, hier oben 10.400, 10.300, das sollte man zum Donnerstag einplanen. Unterseitig eben da nochmal die 9.300 rum. Vielleicht ein bisschen zur Seite, lassen Sie sich mal ganz kurz was nachgucken. Also ja, ich nehme den Fall einfach nochmal von da drüben mit. Ich denke, das können wir nochmal mitziehen. Die 10.100, 10.200, das können Sie sich nochmal angucken. Von dort aber nochmal runter, dann hier mal aufs mittlere Band. Ja, 10.400, 10.400, sag ich schon. Jetzt muss ich wieder aufpassen, jetzt kommen wieder Tausenderwechsel mit. Fünfstellig, vierstellig. Ich krieg's schon nicht hin, wenn es von fünfstellig zu anderem Zehner wechselt. Also, hier bleibt es noch interessant. Die 10.400, die 9.400, 9.300 ist jetzt hier eine interessante. Ne, eigentlich nicht. Die 9, vergessen Sie, was ich gesagt habe. Die 9.400 ist hier unten interessant. Hier der tiefer dann 9.150 rum. Ja, also hier mal auf die Hochs drauf, 9.150 und dann muss man schon aufpassen. Ich würde schon sagen, unter 9.400 ist der umgekippt. Ja, dann geht es auf die 9.150 und mit Option auf 8.800, sprich, hier hat man schon mal erstmal wieder gut fast 800 Punkte Platz. Nein, nee, rechnen kann ich auch nicht mehr, ich bin zu fertig. Das macht mich aber auch so alle, dieser Markt, diese schnellen Bewegungen. Das ist auch bei uns, was auf dem Verteiler da alles durchgeht und ich verstehe es ja auch, ne? Die Leute sind jetzt aufgeregt, denken auch, sie verpassen was. Kauft man jetzt Aktien? Welche kauft man? Wo geht man rein? Was macht man wie? Also das sind auch alles die gleichen Fragen, die wir kriegen, ne? Immer wieder von anderen. Deswegen ist es immer ganz schön, dass man sowas im Premium-Dienst, da kann man dann einfach sagen, hier, pass auf, Frage von, was haben wir heute gehabt, Stefan? Der hatte das zum Beispiel gefragt und dann einfach an alle die Antwort, macht es mir dann doch das Leben ein bisschen leichter, aber es ist anstrengend einfach, ne? Wenn es die ganze Zeit so durchflattert und der Markt halt auch gar keine Ruhe gibt, ne? Also man schickt ein Update rum und sagt, ja, jetzt hier oben aufpassen, ne? Und so weiter, vorsichtig sein, geht nochmal ein bisschen durch, was passiert jetzt, was jetzt, guckt eine halbe Stunde später wieder drauf und eine Stunde später und dann steht 400 Punkte tiefer. Wir haben in dem Moment hier dann auch ein Update rumgeschickt, da habe ich dann auch gesagt, also persönlich, so wie der da oben das hoch verhauen hat, ist für mich im Stänkermodus. Stänkermodus heißt, er macht auf der Unterseite jetzt das gleiche, was er oben gemacht hat. Und um unten weh zu tun, muss er unter die 600 runterhauen. Deswegen haben wir gesagt, man sollte so mal ab 65 die nächste grüne Kerze abwarten. Die kam dann zur 94, kam die erste grüne Kerze und dann kam schon wieder Schub rein. Dann hat man gesagt, hoch bis 650. Nee, hoch bis 700 und 850, das ist dann eine ganz schön träge Nummer geworden, aber hat auch geklappt.
So, und jetzt steht er hier. Jetzt mal gucken, was kommt. Ich kann mir vorstellen, dass wir ihn nochmal zur Seite schieben, dass wir es nochmal oben ausprobieren, nochmal auf die Finger kriegen, nochmal auf die Nase kriegen, dass wir es wieder nicht schaffen. Und dann muss er zeigen, also der Donnerstag wird jetzt entscheidend, wie der Freitag wird. Wenn der Donnerstag nämlich stabil bleibt, dann drückt der Freitag uns nochmal richtig die Shorts raus. Also der wird wirklich eklig dann, ja? Also wenn der Donnerstag, ich sag mal so, über 9.900 rausgeht, der Donnerstag, können Sie eigentlich schon fast davon ausgehen, dass wir zum Freitag richtig widerlichen Short Squeeze kriegen. Also wirklich was Fieses. Was dann schon durchaus in die Richtung hier oben, das Hoch hier hingeht. Ne? So 11.045, glaube ich schon. Wenn der Donnerstag sich fies hinstellt, vielleicht sogar schon ein bisschen mehr vorlegt, vielleicht sogar schon das Gap zumacht hier, das macht er. Das macht er zum Freitag. Ja, um die Leute in Bedrängnis zu kriegen. So, und dann kriegt man ein kleines Aufwärtsgap zum Montag und dann geht's ab, die Luzi. Dann geht's wieder runter. Also von daher. Ich bin noch nicht so ganz, für mich ist es noch nicht so ganz, dass wir nie wieder runterkommen, glaube ich nicht, schon alleine auch wegen dem offenen Gap hier. Aber ich gebe ihm momentan noch den Raum. Ich habe jetzt gesehen, wie stark er weggedrückt wurde, auch wenn es im Verhältnis wenig war, wurde stark weggedrückt. Ich glaube, man wird ihn nochmal stark wegdrücken, deswegen mal den Bereich um 10.200, 10.300 zum Donnerstag ein bisschen im Auge behalten, dreht er dort wieder ab. Kann das sogar nochmal unter das Mittwochstief gehen, wirklich jetzt. Ne? Kann er nochmal machen. Um dann auch dort wieder die ganzen Positionen rauszutreten und dann wieder zurück. Der muss nicht so tief kommen, aber es sehe ihm typisch zum Donnerstag. Und ansonsten alles, was hier drüber geht, na, ja, ich würde sogar sagen, alles, was hier über die 10.300 geht, scheiß auf die 10.400. Nehmen wir raus, machen wir nicht mehr eine doppelte Linie dran, brauchen wir dort nicht. Ja, alles, was drüber geht, im Zweifel dann schon, ja, long. Weiter, weiter, weiter. 10, 11.000 da oben dann. Alles schnell erreichbar. So viel Schwung, wie wir momentan drauf haben. Alles schnell erreichbar. Später dann hier hoch. Also, sowas hier. Ah, falsche Linie. Sowas hier. Na, da dran. Und dann nochmal deutlicher zurück. Und dann richtig Schmackes. Gucken wir mal, wie er reinkommt. Asiatischer Handel sehr stark immer gewesen in letzter Zeit. Die sind sehr optimistisch. Ja. Mit Corona und so weiter. Ich will mit Ihnen gar nicht auf die Zahlen gucken. Ich krieg da Würge. Ja. Machen wir's nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das mit Ihnen nochmal. Ich habe Ihnen das immer wieder erzählt, ne? Können Sie sich erinnern, als wir hier drüber gesprochen haben, mit Italien letzte Woche, wo ich gesagt habe, also ich kann diese Rechnung nicht verstehen. Und habe gesagt, also nach meiner Rechnung, so wie ich das interpretiere, mit gesundem Menschenverstand, ohne gesundheitliche Kenntnisse, ohne Expertise in Virologie, die keine Ahnung davon. Ich habe zwar Bio-Leistungskurs gemacht, aber davon habe ich keine Ahnung. Also ganz, ganz im Ernst, keine Ahnung. Mir kann auch jeder was erzählen, was will. Aber man wird sich ja seine eigene Meinung bilden dürfen. Ne? Und wenn ich hier auf so eine Zahlen klicke von Italien und ich sehe 74.000, ich sehe letzte Woche, okay, irgendwas unter 30.000, sehe ich A. Okay, die haben komplett ihr ganzes Land abgeschottet. Seit wie lang jetzt? 3 Wochen? 4 Wochen? Ist das komplett dicht. Keine Hochzeiten, kein nichts. Übrigens, ich will im Mai heiraten, ne? Also das wird interessant. Ja, nochmal zurück. Italien. Hier vor ein paar Tagen noch 32, 30.000. Die haben komplett alles isoliert. Die kriegen es nicht in den Griff. Punkt. Also warum abschotten? Warum alles zumachen? Warum die Leute nicht mehr rauslassen, wenn es nicht hilft? Punkt 1. Punkt 2. Frage. Man redet von 1 bis 2%, die daran sterben. So. Nun gibt es welche, die sagen, ja, du musst diese Confirm-Zahlen, also die total Infizierten plus Dunkelziffer und so weiter, im Verhältnis mit dem setzen. So, jetzt bin ich nicht das größte Mathe-Genie mehr mittlerweile, aber ich habe auch Mathe-Leistungskurs gemacht. Bio-Leistungskurs und Mathe-Leistungskurs. Ich bin kein Virologe, ich bin auch kein Mathematiker, aber ich kann rechnen. Und ich sehe, das ist 10% von dem halt, ne? Und ich sag auch weiter, mit natürlichem Menschenverstand. Es ist mir egal, wie viel hier steht, weil die sind dann neu dazugekommen. Wichtig ist für mich, wie steht denn das im Verhältnis mit dem? Wie wir sind geheilt, wie wir sind gestorben. Das ist mir am Ende wichtig, wenn diese Zahl sich hier irgendwann mal nicht mehr bewegt. Aktuell bewegt es sich immer weiter, aber am Ende interessiert mich das so. Und da frage ich mich, selbst wenn jetzt alle restlichen hier rüberschwappen auf die Total Recovered, komme ich bei weitem nicht auf Prozentsätze von 1 bis 2%. Never, ever, niemals. Also, da sind ja Stand jetzt schon 10% zu den aktuell Total Confirmed. Aber viel krasser ist, dass das hier fast 50% sind. Und das habe ich schon am ersten Tag gesagt, seitdem wir hier auf die Zahlen gucken, dass für mich hier die Sterbequote eher bei 50% liegt. So, und jetzt kommt schon erster Artikel, kommen schon erste Statistiken auch, ne, wo man sagte, komischerweise fehlen
in China plötzlich 21 Millionen Telefonnutzer halt einfach, ne? Also die plötzlich nicht mehr an die Registrierungsstellen kommen, die nicht mehr online sind letztendlich, wo man sich schon fragen kann, ja, was stimmt vielleicht an den Zahlen, die da aus China kommen, nicht halt, ne? Also ich will jetzt hier keine großen Themen aufmachen und nichts, aber das sieht schon echt nicht cool aus. Und wenn ich das so sehe, wie sich das jetzt hier in Italien entwickelt, bin ich momentan echt noch ein bisschen am, ja, am Zweifeln, dass hier gerade auch in Deutschland in 2 Wochen hier wieder Normalbetrieb eintreten soll, oder? Bis wann soll das jetzt hier gehen? Bis Ostern, glaube ich, wollen sie die Quarantäne offen lassen, ne? Wenn ich das jetzt gucke, wie lange das in Italien ist, und da wird es immer schlimmer und da sterben immer mehr, kannst ja nichts aufmachen dort. Da ist ja noch gar nichts im Griff, noch gar nichts. Gucken Sie mal, wir haben hier oben, haben wir das, das, das ich, ich das Video, das kann man sich noch angucken, das ist noch online. Wir haben an dem Tag, an dem die Scheiße hier nach Italien kam, da habe ich so ein ängstliches Bild gemacht mit so einem Kind, was an den Fingernägeln knabbert. Das war hier. Hier oben. Hier oben haben wir gesagt, ui, 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 jetzt kommt die Scheiße nach Europa. Jetzt ist es plötzlich in Europa angekommen, jetzt ist es vor den Toren von Europa. Hier, da ging's los. Ne? So. Zeitlich gesehen, das war da 21.02. Das ist jetzt über 4 Wochen her. Über 4 Wochen. Und die kriegen es nicht gebacken. Also die kriegen es einfach nicht hin. Tut mir leid. Solche hin und her. Aber das sieht nicht nach Kontrolle aus. Ganz ehrlich. So, mittlerweile bin ich ja recht zufrieden mit den Zahlen, was hier in Deutschland geht. Aber für mich ist es auch eher so ein. Ja, es wirkt eher mehr so wie, als kriegt man dann beim nächsten Schub einfach mal ein paar mehr drauf gerechnet, wie als beruhigt das bloß. Aber wenn ich sehe, wie die Zahlen entwickeln und vor allen Dingen die Zahlen in den USA halt, ne? So, und jetzt können Sie mir hier wieder vorrechnen, was Sie wollen. 894 zu 361, komme ich nicht auf 1,2%, tut mir leid. Brauchen Sie mich aber auch nicht überzeugen, es haben schon ganz viele probiert, ist vergebens. Man macht sich halt einfach seine eigene Meinung, ne? So, jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wenn das jetzt in Italien hier weitergeht, geht das auf 25.000 Tote. Wie viele Millionen Einwohner hat Italien? Ist jetzt erstmal nicht wild. Heißt, 25.000 ist vielleicht nicht schlimm. Was passiert aber, wenn das jetzt in 2 Wochen hier 200.000 sind? Was passiert, wenn das in 4 Wochen, in 6 Wochen, wenn das plötzlich 500.000, wenn das 1 Million, 2 Millionen sind? Also, an irgendeinem Punkt, weiß ich gar nicht, ist man, glaube ich, nur noch davon abhängig, dass irgendwo Medikamente kommen. So. Und ich denke schon, dass es dann hier Punkte gibt, wo man sagt, da könnte es doch schon noch mal schlimmer werden als das, was momentan einkalkuliert wird. Weil momentan preist man ja einfach einen technischen Rebound ein. Ne? Sieht man hier. Hier ist jetzt schon eine Unsicherheitskerze drin. Man plant, preist aber schon ein bisschen ein, dass hier eine Erholung reinkommt, dass hier eine Beruhigung reinkommt, dass die Zahlen zurückgehen, dass diese Sperren vielleicht wieder aufgeholt werden. Das preist man jetzt momentan ein. Deswegen haben wir hier so eine Rebound-Bewegung. Ich denke, die kann auch noch weitergehen, bis zu dieser 11.500. Aber ich habe so den Eindruck, wie als kriegen wir schon nochmal ein bisschen Stress auch nach unten rein. Also da ist schon noch Potenzial, auch bei den Zahlen, ne? Wenn das immer weiter aufbeschleunigt und immer mehr Stress verursacht und immer mehr da ausgesetzt wird, weiß ja nicht, zu was für Mittel die da noch greifen wollen. Und ja, Arbeitslosenzahlen, die sprengen überall in die Luft. Was jetzt halt einfach fehlt, Kreditausfälle und sowas. Also jetzt so ein wirklicher Schaden, den haben wir noch nicht, so einen wirtschaftlichen Schaden. Fabiano ist pleite, na, wen interessiert das denn? Also, ohne jetzt da böse zu sein, aber die haben es schon vorher nicht gebraten gekriegt, die kriegen jetzt einfach die Rechnung für schlechte Misswirtschaft halt, ne? Also, aber wenn jetzt irgendwelche Banken anfangen umzukippen, ne, weil die ganzen Leute ihre Kredite plötzlich nicht mehr zahlen, wüsste jetzt nicht, wie das gehen soll, weil auch denen wird man helfen, aber. Ich könnte mir schon vorstellen, dass hier von hinten jetzt irgendwo noch so ein Nackenschläger kommt, wo der nochmal durchschüttelt, der uns nochmal ordentlich nach unten versetzen kann. Also das glaube ich schon. Aber bis das soweit ist, sollten wir aktiv mit dem Markt mitbleiben. Ich denke, wir haben nach oben noch Erholungspotenziale, denn wir wollen ja auch keine Nachrichten traden, wir wollen auch keine Erwartungen traden, aber wir sollten schon aufpassen, dass wir auch nicht zu viel Euphorie jetzt hier reinballern und jetzt schon nach 2 Tagen Anstieg, wenn wir jetzt plötzlich dann wieder die neuen Allzeithochs kommen sehen. Ich denke, da ist schon noch ein bisschen Spannungspotenzial vorhanden.
Na, das heißt, wir rechnen jetzt, solange er steigt, erstmal damit, dass er kommt. Aber wir sind auch kritisch, wenn er anfängt zu fallen, denn er kann dann durchaus hier bis zu 9.150 und er kann bis zu 8.800 fallen und dort ist nicht gesagt, dass er sich dort fängt. Ich würde jetzt Stand hier, würde ich jetzt erstmal sagen, rein technisch bedingt, durchaus denkbar, auf der SKS wieder hochdrehen. Ist drin, ist möglich, wäre üblich. Hier unten auf das Gap zu schließen, dann wieder hochzudrehen, wird schon eine Nummer schwieriger. Geht aber noch tiefer als nur diesen Gap-Close. Dann wird es schon echt schwer für den DAX zu vermeiden, dass der nochmal auf die 8000 fällt halt. Ne? Also da muss man momentan aufpassen. Ich möchte jetzt hier keine Shorts haben, ich suche auch gerade keine. Na? Ich rede nur für den Fall, was passiert, wenn wir wieder unter 9200 gehen. Wir haben uns jetzt die ganze Zeit vorbereitet, was passiert über 9200 und das ziehen wir jetzt auch durch. Wir lassen da jetzt nicht locker, ne? Im Zweifel jetzt erstmal dann auch hier alles wie, also einfach weiter mit der Erholung. Ne? Das kann gut, in 1, 2 Wochen kann das dauern. Denke ich schon. 3, vielleicht sogar. Ja, aber wenn der zurückfällt und deutlicher und sich wieder etabliert, nach unten ein bisschen einschießt, müssen wir das Risiko schon noch sehen, dass wir hier noch ein bisschen Stress kriegen können. Also da ist es für mich noch nicht abschließend, auch wenn technisch muss ich sagen, gerade wenn ich so den Nikkei oder so angucke, ne? Wenn sie sich da mal den Tageschart angucken und mal den Dow Jones gegenüberlegen, wie der 2018 aussah, das ist exakt das gleiche Pattern. Also wirklich haargenau. Haargenau das gleiche. Jetzt habe ich ihn leider hier nicht drin. Sehe ich gerade. Doch, da ist er. So, wenn Sie das angucken, dann ist das exakt das gleiche, was wir Weihnachten 2018 in den Amerikanern gesehen haben. So, und da haben wir ganz klar gesagt, das sind Impulskerzen, meine Freunde. Das sind Impulskerzen, solange da kein neues Tief kommt, ist hier erstmal jetzt mit Trendumkehr zu rechnen. Zum einen, zweitens sind Rücksetzer jetzt Kaufchancen und zum zweiten kann hier mit neuen Allzeithochs gerechnet werden. Und Sie wissen, was mit dem Dow Jones passiert ist. Der ist feuchtfröhlich hier einfach lang hochgaloppiert, hochgestiegen, hat neue Hochs gerissen. Ja, also durchaus ein bisschen aufmerksam. Jetzt einfach zu sagen, das ist hier eine Bärenmarkt-Rallye, ist aber auch ein bisschen zu kurz gegriffen halt, ne? Das wird der Dynamik im Anstieg eigentlich nicht gerecht, weil die sagt, hier sind sehr, sehr, sehr viele Käufer, es ist sehr, sehr viele Liquidität da und der Markt wird hier unten als günstig eingestuft, ne? Und dann entstehen solche Kerzen. Ja, und es kann durchaus passieren, dass das noch ein bisschen eben weitergeht. So. Und dann würde ich denken, hier Nikkei durchaus Chancen, hier nochmal in solche Gefilde hochzudreschen und dann erst umzudrehen. Von daher, ich bleibe bei allem, was ich gesagt habe, bei allem. Lass mich auch von den Nachrichten nicht verunsichern, auch wenn ich es langsam ein bisschen gruselig finde, wie das da ja schon eher mehr eskaliert. Und ich hier keine Lust habe, hier irgendwie ja 8 Wochen nicht mehr raus zu dürfen. Also. Nicht, dass ich jetzt hier rebellieren will und dann da draußen rumrenne. Nein, ich sehe das schon ein, dass man auch dann den Kontakt meidet, um seine Mitmenschen zu schützen, um sich selbst zu schützen und so weiter. Keine Frage. Aber ich fände es schön, wenn man es in den Griff kriegt. Ich finde es schöner, wenn man es in den Griff kriegt und das Thema vom Tisch kommt. Also ganz ehrlich, wenn uns das jetzt hier noch 4, 5 Monate beschäftigt, weiß ich nicht, ob das jeder durchsteht, der ein Geschäft hat, ob das jeder durchsteht, der mal kurz arbeitslos geschrieben wurde. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann mir auch nicht vorstellen, dass das für einen Staat so einfach sein soll. Also ohne, dass man jetzt von allen, die noch arbeiten, dann plötzlich die Steuern ums Doppelte erhöht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da bin ich vollkommen raus. Aber meine Gedanken mache ich mir dazu trotzdem. Ja, gut. Okay, also wir bleiben erstmal dabei. Donnerstag, wir rechnen mit Seitwärtsschwankungen und deutlichen Ausschlägen. Wir rechnen nochmal damit, dass er das nicht packt hier, dass er aber vielleicht die 10.200 mal abholt noch. Könnte ich mir gut vorstellen. Unten die 10.000, die 9.400 ist interessant. Alles, was hier über 10.300 geht, ne, über den Gap Close, ist strong long. Also wirklich, das ist wirklich eine kräftige Ansage. Da muss man auch mit weiteren Squeezes rechnen. Ne? Und ja, unterhalb von 9.150 sollten wir uns dann auch wieder Gedanken machen. Aber das wird für den Donnerstag noch nicht relevant werden. Ja, gut, okay, also ich drücke Ihnen die Daumen, bleiben Sie gesund. Ich hoffe, Sie konnten hier ein bisschen was aus der SKS mitnehmen. Die ist nur erstmal vom Tisch. Jetzt wird es ja, wird's nicht schwerer, aber wir gucken mal. Gut, Freunde, dann viel Erfolg, gutes Gelingen und ja, bleiben Sie bescheiden. Nicht übertreiben. Es sind ganz schön viele hier gerade mit ganz schön viel Dollarzeichen im Auge unterwegs. Das ist nicht gesund halt, ne? Also.
Weil man tradet sich dann irgendwann in so einen Rausch und dann kommt man von selber nicht mehr raus und hört halt erst auf, wenn die ganzen Gewinne wieder weg sind. Und das ist schwierig. Man muss sich schon immer versuchen, unter diesem Rauschlevel zu halten, halt, ne? Damit man dann auch nicht anfängt, da irgendwo drin rumzusuchten und irgendwelche sinnlosen Trades zu machen. Das ist schon ein schmaler Grat. Das ist schwierig. Das erfordert auch ein bisschen Übung und Disziplin, aber das ist wichtig halt, sich unter so einem Rauschniveau dann auch zu halten. Und ich sehe bei vielen momentan Rauschniveau, die richtig, richtig geil unterwegs sind. Ich freue mich da echt. Aber ich ärgere mich dann halt, wenn sie es alles wieder weghauen, in dem Moment, wo sie sich nicht gefangen kriegen. Von daher ruhig immer mal eher auch realisieren, mal was rausnehmen, Gewinn sichern, auch mal vom Konto auszahlen, mal einen Gewinn auszahlen. Nicht immer alles liegen lassen und immer wieder reinsetzen. Das funktioniert auch nicht immer. Mal sich auch mal dafür belohnen, mal einen Tag nichts machen, wenn man gut war. Das sind so die Sachen, die ich auch mache. Gut, Freunde, ich mach aus. Wir hören uns morgen. Ciao.